Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von City Skylines. In der Europa-Edition, sag ich mal. Wir haben ja eine europäische Karte angefangen, um diese neuen Gebäude auch mal zu sehen. Und möchten das ja dann in diesem Stil auch so weiterziehen hier. Es wird ja keine großen Gebäude geben, keine riesen Hochhäuser, soweit ich weiß. Und mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Bis jetzt habe ich noch keine Kommentare lesen können, weil ich bin hier noch in der ersten Aufnahmesession. Ich hatte euch ja in der ersten Folge gebeten, mal hier so ein bisschen mit aktiv zu sein, im Sinne von, wir brauchen immer noch einen Städtenamen. Im Moment heißt das noch Springwood, finde ich nicht so sehr europäisch klingend. Da wäre es schön, wenn ihr mal in die Comments reinhaut, wie wir die Stadt nennen sollen und auch zum Beispiel bestimmte Gebiete, wie wir die nennen sollen oder was wir noch an zusätzlichen Mods und Gebäuden mit reinbringen können, die im Steam Workshop zur Verfügung sind. Da würde ich mich mal sehr drüber freuen, wenn ihr ein bisschen aktiv mit teilnehmt. So, man sieht hier überall Totenköpfe. Das heißt, wir haben ein kleines Problem mit Leichen. Und werden mal schauen. Müll ist nicht richtig, dass wir hier mal einen Friedhof uns irgendwo hinsetzen. Gut, warum die sich jetzt über den Friedhof freuen, lasse ich mal dahingestellt. Auf jeden Fall wirkt der sehr weit, das ist gut. Und somit kriegen wir unsere Toten auch wieder los. Bringt die Toten raus. Bringt eure Toten. Oder wie war das noch bei Brian? Ja. Muss ja auch sein, gehört dazu. Und wenn sie sich drüber freuen, dann sollen sie das. Wieso ist hier eigentlich, was ist mit diesen Gebäuden los? Verlassen. Ja, und warum? Das verstehe ich jetzt nicht. M&H-Bekleidung ist ja toll. Es steht aber nicht dabei, leider, warum das verlassen wurde. Was hat... Moment. Ja, in geringen Besiedlungen nicht genügend gebildete Arbeiter. Alles klar. Wir brauchen Bildung. Wir brauchen Schule. Nützt ja nichts, Kids. Ihr müsst in die Schule. Jo, stimmt. Hat ein bisschen wenig. Mal gucken. Wir brauchen 10.000 Credits. Ich weiß gar nicht, wie die Währung hier heißt. Ist auch egal. Auf jeden Fall brauche ich 10.000 davon. Dann können wir hier uns noch eine Grundschule hinsetzen. Wir hatten ja in der letzten Folge einen Kredit aufgenommen für ein zweites Kohlekraftwerk. Das hier. Damit wir ausreichend Strom hatten, weil das dann doch wohl ein bisschen knapp wurde. Ja, wie ist denn unser Bildungsbudget? Ja, 100%, super, toll. Kann ich nichts dran ändern. Es reicht ja. 7.000, langsam kommt das Geld. Es sind doch gar nicht so viele Schüler hier drin. Verstehe ich nicht. Ja gut, die kommen natürlich von hier hinten nicht da so gut hin. Ich könnte jetzt anfangen, Buslinien einzurichten und so weiter, aber das ist mir noch ein bisschen früh. Es sieht ja verkehrstechnisch auch hier noch nicht nach Stau oder sonst was aus. Hier sind alles nur parkende Autos. Und ich brauche Bildung. Oh oh. Wir sind bei 8.000. Was habe ich gesagt? 10 braucht man, ne? Grundschule kostet 10 und die Oberschule kostet 24. Das ist viel. Kriegen wir schon hin. Ich könnte noch in der Zwischenzeit ein bisschen Gewerbegebiet ausweisen. Dann haben wir ein paar einfache Arbeitsplätze dabei. Das reicht ja auch. Falsche Straße. So. So, Gewerbegebiet. Nehmen wir einfach mal das Ganze, ist ja klar. So, Wasser. Oh, super, passt ja. Das finde ich gut. Zumindest kommt da schon mal Gewerbe rein. Dann haben wir auch von denen auch wieder ein bisschen Steuereinnahmen. Ratzfatz wird das hier hochgeklumpt. Was haben wir denn hier? Franks Fischstäbchenfabrik, die hatten wir doch schon mal. Guck, der expandiert auch schon.
Eine Kartonfabrik, das ist ganz praktisch. Noch eine, es werden hier viele Kartons gebraucht. Eiswürfelfabrik. Franks Fischstäbchen ist sehr begehrt. Wie angegossen GmbH, aha. Außer Betrieb, warum? Keine Arbeiter. Ah, die kommen wohl gleich noch. 11.000, wir können die zweite Grundschule bauen. Wird die denn überhaupt gebraucht? Nee, ich denke, wir brauchen eine Oberschule. Was hat er denn? Nicht genug Gebildete. Ungebildet, gebildet, gut gebildet. Wir haben Anzahl verfügbarer Arbeitsplätze für gut gebildet, wären zwei, die wir nicht haben. Dann werden wir uns mal hier oben eine Oberschule reinklatschen. Weil die Grundschule, die hat ja wie gesagt noch Kapazität. Was ist denn hier mit Bildung? Ja, die ist natürlich, ne, reichlich. Und wir haben keine Oberschule, das ist das Problem. Gut, dann sparen wir eben noch ein bisschen und dann gibt es gleich eine Oberschule. Der japanische Garten hat 16 Besucher. Schön. Arztpraxis. Behandelte Patienten letzte Woche einer. Krankenwagen in Verwendung 0. Jo. Passt doch. So, was haben wir hier? Leichte Staugeschichten. Es gibt da noch eine Mod, die habe ich gesehen. Dann kann man hier diese Ampeln wegschalten. Eventuell werde ich die noch mit reinnehmen. Damit der Verkehrsfluss hier an den Kreuzungen nicht so extrem wird. Im Moment geht es ja eigentlich noch. Ich möchte diese Straße hier nicht durchverbinden. Obwohl, das könnte ich eigentlich aber mal... Ich probiere es einfach mal. Wegreißen kann ich es ja immer noch. Ja gut, dann ist halt schief. Macht nichts. Aber das Problem ist, ich habe jetzt hier eine Kreuzung. Beziehungsweise hier so ein, ja, eine Kreuzung, Ampelkreuzung ist es nicht. Ich sehe keine zumindest. Das finde ich nicht so geil. Mal schauen, wie die damit klarkommen. Die fahren alle nur geradeaus, von mir aus. Die fahren immer noch alle da rum. Warum? Die können doch hier abbiegen. Hä? Ja. Fantastisch. Na gut, der rausgehende Verkehr, der kann ja auf jeden Fall direkt abfließen. Das ist super. Da hinten an das Kreuz kommen wir noch nicht dran. Wie gesagt, wir werden ja, oder ich werde versuchen, mal hier oben die Kachel als erstes zu kaufen, damit wir einen direkten Anschluss an die Autobahn bekommen. Der hier nicht am Wohngebiet vorbeifährt, führt. Und wir haben 22.000 Credits, das heißt, wir werden jetzt gleich unsere Oberschule bauen können. Da werden wir die einfach mal direkt ins Wohngebiet klatschen. Damit wir, auch eine Super... Boah, Alter, wie groß ist die denn? Leck mich fett. Ich meine, wow. Ich gehe da gar nicht hin. Wie kann ich eigentlich das Gebäude... Kann ich die nicht drehen? Bin ich blöd? Shift? Nö. Geht nicht. Weiß ich nicht warum. Wieso? Oh, der dreht ihn automatisch. Muss ich nochmal gucken. Heute bereits belegt, Straße, ja, ach so, ja, groß ist sie. Sollen wir die einfach mal da dran setzen? Nee, wir setzen die hier hin. Dann haben wir die einigermaßen zentral und die Auswirkung ist, ja, komplett. Das ist gut. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt die Bildung ein bisschen hochziehen können und wir unsere Commercial-Gebäude hier auch mit Arbeiter versorgen können, denn die ziehen hier alle schon ab. Das ist nicht so schön. Die sind schon verlassen. Ah, die kommen wohl wieder.
werde ich hier einfach mal die verlassenen Gebäude hier eins nach dem anderen abreißen. Damit die Bauruinen hier oder die verlassenen Gebäude halt nicht die Gegend verschandeln. War es das? Da ist nur eins. Das ist gerade verlassen worden. Die Schule braucht noch Wasser. Von mir aus. Ziehen wir einfach mal hier eine Leitung drunter her. Jetzt machen wir anders. Zack. So. Dann haben wir ein weiteres Gebiet gleich mit abgedeckt. Und haben 500 von 1000 schon drin. Respekt. Also das war wirklich nötig. Hier war doch gerade noch, da ist es, ein verlassenes Gebäude. Das nehmen wir noch weg. Super. Ja, dann will ich mal hoffen, dass jetzt hier schnell die ausgebildeten Arbeiter zur Verfügung stehen. Kann doch hier mal eben gucken. Oberschule, ja, gut. Absolventen, niedrig, hoch. Ist alles noch rot? Warum ist das alles noch rot? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, soll sich wohl langsam ergeben. Die ist wirklich groß. Und aus dem normalen Spiel habe ich die auch kleiner in Erinnerung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, die war mehr konzentriert oder wie sagt man so, kompakter gebaut. Die ist hier richtig ausladend. Ja, schön. Ich weiß nicht, ich müsste mal nachgucken, wie viel neue Gebäude dazu gekommen sind. Ich glaube, es sind über 100. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja gut, wenn die jeden Gebäudetyp angepasst haben, dann kommt das schon hin. So, die nehmen wir mal hier weg. Ich hoffe, dass die sich dann auch bald ansiedeln. Wir haben geringe Nachfrage im Moment. Wir könnten noch mehr Wohngebiet zuweisen. Der kommt weg. Tschüss. Friedhof. 12 sind aufbewahrt, das reicht. Jo, wie machen wir es? Ziehen wir hier jetzt einfach eine Querstraße so raus und dann hier einmal dran entlang? Ja, doch, ich denke, das kann man machen. Ja, das machen wir. Einwohner wandern ab, das ist doof. Dann sorgen wir mal für ein bisschen mehr. Halt. Bisschen mehr Wohnraum, indem wir hier einfach mal zack so dran entlang ziehen. So, dann machen wir diese Querstraße einmal hier mitten durch. Komm, zack, fertig. Wie gesagt, ich möchte das so ein bisschen frei bauen, damit es nicht so sehr geplant aussieht. Ich hoffe, dass das dann nachher aussieht, wie wenn die natürlich gewachsen ist, die Stadt. Das heißt, immer mal wieder neue Gebiete zuweisen, beziehungsweise auch gerne umgestalten. So, dann ziehen wir das mal. Ah komm, ziehen wir bis hier hinten. So, das noch. Und fertig. Dazu müssen wir die Wasserrohre noch wieder ein bisschen verlängern. Bis dort. Und können jetzt hier an der oberen Straße auch einmal komplett dran entlanglegen. So, Strom kommt ja von selber, das ist gut. Und ich sehe schon, da werden immer mehr Gebäude von den Commercials verlassen. Es ist nicht so schön. Wie viele Absolventen haben wir? Kann ich das hier sehen? Gebildet? Ah, okay. Gut gebildet sind 5%. Was brauchen die Gebäude denn? Gebildet oder gut gebildet? Nicht genügend Gebildete. Boah. Ah, das kommt mit der Zeit. Ansonsten bauen wir da hinten einfach Schwerindustrien, dann haben wir auch genug Arbeitsplätze, dann kommt auch Kohle rein. Aber da
das wollen wir ja nicht. Soll ja ein bisschen Abwechslung sein. Nehmen wir die mal raus. So. Was? Müllproblem? Mülldeponie. 56% ist voll. 15 im Einsatz. Ich denke mal, wir werden hier noch eine zweite hinpflanzen müssen. Ganz einfach, um mehr Müllfahrzeuge zu haben. Müllverbrennungsanlage. Die bekommen wir bei 7.500. Hat den Vorteil, wir produzieren dann etwas Strom. In der Zwischenzeit werden wir aber hier nochmal eben... Gefälle zu steil, zu steil, zu steil... Warum? Ja, super. Gefälle zu steil. Na gut, dann ist das Gefälle halt zu steil. Da sind wir außerhalb der Stadtgrenze. Machen wir die einfach mal hier hin. Zack, fertig, passt. Strom und Wasser brauchen wir nicht, ne? So, das ist auch prima. Ja, eigentlich will ich nicht kubisch bauen, aber es zieht sich hier an der Küste natürlich immer so ein bisschen entlang. Mal schauen, wie wir das nachher ein bisschen machen. Was haben wir denn noch so an Bergen dazwischen? Da hinten haben wir die Erhöhung. Das heißt, da werden wir drauf zubauen. Das wird hier unser kleines Hollywood. Mit dem Industriegebiet. Naja, super. Klappt schon. So, da haben wir noch ein verlassenes Gebäude. Das reißen wir mal eben fix ab. Tschüssikowski. Und wie man sieht, die anderen Plätze sind schon wieder neu belegt worden. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen das Industriegebiet vergrößern, weil wir noch wieder Bedarf haben. Dafür brauchen wir die breite Straße. Was ist das? Das ist eine zweimal... Ne, das ist eine vierspurige, alles klar. Zack. Zack. Ziehen hier nochmal eine durch. Dann machen wir das so. Ah, passt ja ganz genau. Super. Und hier hinten dann wieder eine etwas kleinere dazwischen. Zack. Wasserleitung. Le Aqua. Einmal dazwischen. Das reicht nicht. Dann ziehen wir die da einfach so hin. Voila. Und. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Wie machen wir es? So. Voila. Fertig. Dann gibt es erstmal noch ein paar einfache Arbeitsplätze. Bringt uns aber auf jeden Fall einiges an Steuergeldern ein, die wir dann zur Stadterweiterung gebrauchen können. So, Darlehen zahlen wir es zurück. Fertig. Keine Schulden sind immer gut. Hat man den Rücken frei und braucht sich nicht weiter quälen. Ja, prima. Haben wir unser Städtchen doch hier schon wieder ein ganzes Stückchen erweitert. Haben mittlerweile die Oberschule, die zu zwei Dritteln schon ausgelastet ist. Das geht. Ziehen damit unser Bildungsniveau hoch. Sehr schön. Kapazität haben wir noch. Kapazität, langsam. Haben wir noch ein bisschen was frei. Bildung tut immer gut. Ja gut, hier unten ist noch so ein bisschen wenig. Wir könnten noch schauen, dass wir jetzt gleich noch eine... Grundschule hier dran setzen oder eine da oben dran setzen. Da haben wir eine stehen, die ist auch noch frei. Ja, mal gucken, vielleicht richten wir auch dann schon mal ein paar Buslinien ein. Aber nicht mehr diese Folge. Denn 20 Minuten sind schon wieder rum. Und irgendwie muss ich das Ganze ja auch noch hochladen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen bei unserer kleinen Stadt hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei City Skylines. Ciao.